Warnung! Die nachfolgende Sendung ist für humorlose Zuschauer, die ein Skillfeuerwerk erwarten, nicht geeignet. Es handelt sich um ein reines Unterhaltungsformat. Jegliches Verhalten oder Ableben im Spiel, welches Unvermögen oder schlichtweg Blödheit an den Tag legt, ist frei erfunden und wurde nur gekonnt geschauspielert. PS: Beim Dreh wurden keine Tiere oder Pflanzen verletzt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tarkov am Sonntag. Wir spielen Escape from Tarkov. Immer noch Beta, immer noch bin ich ein wenig Newbie und immer noch bin ich feige. Aber passt auf, der Fahrplan ist jetzt folgender. Wir gehen jetzt noch einmal erfolgreich rein. Also sobald wir einmal Escape erfolgreich sind und ein bisschen Beute machen, machen wir die zu Geld. Equippen unseren PMC und dann starten wir, wenn es gut läuft, in der nächsten Folge direkt nicht ins Verderben, sondern hoffentlich in unser Glück. Jetzt haben wir hier... Was ist denn für ein Rifle? Okay, nice. Mit irgendeinem Zielfernrohr hatte ich noch nie. Dann wäre es natürlich töricht, wenn wir nicht Shoreline spielen. Der frühe Vogel fängt den Wurm um 7.17 Uhr. Aber wie heißen wir überhaupt? Vienja Borklaha. Den kennen wir irgendwoher. Den hatten wir, glaube ich, schon mal. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sehen uns im Schlacht. So, da wären wir. Ich habe hier die Map start. Klar. Oh mein Gott. Oh mein Gott, es wird gleich geschossen. Könnte eine verflixt kurze Runde an dieser Stelle werden. Ich check kurz die Map. Moment, ich blende sie euch natürlich selbstverständlich als besonderen Service ein. Wir sind hier enorm ostlastig. Also wir sind hier... Wir müssen in den Osten. Und wo sind wir? Boah, ich weiß. Wir fliehen ja erstmal zu einer... Oder? Ist es da vorne unsere... Unsere Bösewicht-Base? Nein. Base. Doch. Doch, doch, doch. Da drüben ist der Fluss. Dort ist der Bunker. Aber das ist jetzt... Das ist nicht schön, dass hier gerade geschossen wird. Aber... Ich meine, im Endeffekt könnte es ja auch für uns... eine Möglichkeit sein, uns hier anzupirschen. Was ist denn das für ein Ding? Nemosin, das ist ja der absolute Shit. Ist ja genial. Eine Mose mit einem Scope. Muss ja erstmal so rüber pirschen. Auf links alt hat man mir mal kommentiert. Glaube ich, hält man den Adam an, oder? Sieht gut aus. Perfekt. Ich glaube, das ist ein Scav-Boy. Er hat eine unfassbare Körperbeherrschung. Gerade was gegessen. Hätte mir den Mund mal abwischen sollen. Aber Manieren habe ich halt auch nicht. Weder Skill noch Manieren hat der Junge. Also, schaut er ihm überhaupt zu. Boah, wir zittern, ist der Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob der nicht getriggert ist. Also, ob der so ein bisschen sauer ist. Also, wir sollten hier wirklich äußerst vorsichtig sein. Wir haben keine Pistole dabei. Wir haben auch keine Weste dabei. Wir haben was, um eventuelle Wunden ein bisschen zu versorgen. Aber ansonsten... Das sieht sehr schön aus. Also, wie das hier blitzt. Das war nicht auf uns, oder? Also sollten wir uns hier echt bei unseren Homeboys verstecken. Die geben uns ein bisschen Deckung. War nicht lange, aber na, das Problem ist, wenn wir uns jetzt einkesseln lassen. Ja, nicht das Problem, dass wir hier immer noch Nemosin haben, die einfach eine Distanzwaffe ist. Da richten wir hier auf kurze Strecken nicht so viel an. Ich weiß auch nicht, ob das hier eine gute Idee ist, mit der Wumme so stumm zu machen. Also wir könnten den hier jetzt gleich mal direkt ausknipsen. Ich weiß nicht, wie die Kugel fällt, ob man hier zeroen muss. Machen wir das auf Bild auf und Bild ab. Okay, das ist intuitiv. Gut. Ich weiß nicht, ob man hier zeroen muss. Also hier würde ich jetzt nicht zeroen. Das sind so 50 Meter Pi mal Daumen. Mal einfach mal schießen, ja? Heute machen wir einfach mal den Scharfschützen. Das testen wir doch gerade mal. Okay, passt auf. Und 3, 2, 1. Er halt die Luft an. Dicker, halt die Luft an.
Okay, dann legen wir uns so richtig auf die Lauer, so richtig Sniper-like. Oh ja. Yeah. Geil. Ein Schuss. Mal nachrepetieren. Der war gut. Der war gut. Sollten wir mal schauen, dass wir hier ein bisschen visuelle Deckung gewinnen. Ist ja ein bisschen Käse. Ich weiß nicht, wo der Kollege ist. Ich weiß auch nicht, wie sichtbar wir hier sind. Von weitem. Ah, das hat mir mal hier jemand in die Kommentare geschrieben. Dass die Dinger von weitem nicht sichtbar sind. Diese ist ja für mich ja schon. Also wahrscheinlich habe ich einfach die falsche Config. Achso, wenn jemand zuschaut, der Ahnung hat, bitte Config-Empfehlungen in die Kommentare. Das wäre eine geniale Sache. Config-Empfehlung, Freunde. Dafür herzlichen Dank. Helft mir damit wirklich weiter. Und wo ist der zweite? Ich habe jetzt keinen Bock zum Looten hinzugehen. Nachher werde ich von irgendeinem Scav-Homie, der ein bisschen wütend ist, weil ich ihn da abgeknallt habe, erschossen. Was ist der denn? Aber der hat eigentlich nichts mitbekommen, glaube ich. Also, weiß es nicht. Auf der Mauer, auf der Lauer, könnte ich die Folge nennen. Es ist so richtig Sniper-Action für ganz Arme. Also die absolute Light-Version des Film-Shooters. Ich schieß da nicht auf 1,6 Kilometer oder noch mehr in den Film-Shooter. Und ich schieße auf so 50 Meter, maximal 70 oder so. Ich schieße auf eigene und nicht auf irgendeinen Präsidenten. Ja, verdammt noch eins. Jetzt haben wir hier echt ein Problem. Also Möglichkeit 1. Wir laufen rüber. Und schaffen ja aus. Aber wenn wir hier einem gegenüberstehen, im Stehen zittert das ja wie noch was. Das ist ja brutal. Das ist heftig. Das ist jetzt echt bescheuert. Na gut, wir müssen uns ein bisschen bewegen. Wir können ja hier nicht ewig bleiben. Wäre natürlich auch genialer Köder, den da liegen zu lassen. Wäre absolut genial. Das ist doch was. Ja, ist doch was. Ah, sehr gut. So. Breathe. Nein, nein, nein. Ganz dumm. Ach, verdammt noch eins. Wir gehen jetzt auf 100 Zero, würde ich sagen. Jetzt mal auf die 100. Wir gehen auf 100, meine Freunde. Okay, verdammt, ich treffe den so nicht. Ein Köpfchen hinter der Wand. Jetzt so sollte es doch möglich sein. Okay, der war nix, oder? Okay, das war mal gar nix. War gar nix. Aber ich habe eigentlich gedacht, ich hätte ihn... Oder ist es Zero-Buggy? Das kann natürlich auch sein. Er wird wiederkommen, er ist gierig. Aber jetzt haben wir ein Problem. Jetzt weiß jeder im Umkreis von einem Kilometer oder zwei oder drei, ich weiß nicht, wie weit man das hört, wir hier sind. Wir sollten die Posi wechseln. Das ist alles nichts. Ein guter Heckenschütze wechselt schnell die Position. Theoretisch dürfte mich jetzt der etwas stupide Bot auch nicht mehr sehen. Dann mache ich 51 Schuss. Wenn wir die alle verbrauchen, dann wird es eine lustige Folge. Das ist eigentlich voll asozial, dass ich jede Folge inzwischen Jagd auf meine eigenen mache. Nicht auf mich. Hätte ich gemerkt. Okay, da ist er. Da ist er, der Boy. Mist, Mist, Mist. Bleib stehen. Blatt. So. Oh, Scheiße. Oh Gott im Himmel. Das ist ganz schön erwischt, oder? Arschloch. Das ist ganz schön zielsicher. Okay, auch noch verarzten.
Wir machen dich wieder ganz. Der verfolgt uns nicht. Denkt man, der sieht einen nicht und der sieht dann halt knallhart. Okay, jetzt geht's uns wieder mega gut. Ja, wir sind ja fast wieder. Wieder wie neu. Okay, jetzt reicht's. Okay. Wird auch in der Richtung, wird auch munter geballert. Okay. Kleiner, ekelhafter, jetzt reicht's. Jetzt ist Schluss. Bam, Junge, in dein Genick. So sieht's nämlich aus. Ha? Jetzt. Wer lacht zuletzt? Ha, 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 ha. Arsch. Okay. Müssen wir ein bisschen pushen. Also ich, wenn jetzt noch einer hier in der Base steht, sind wir also getrost im Eimer. Das wäre dann so eine absolut tödliche Fehleinschätzung. Wenn da jetzt so einer noch drin ist oder so, dann RIP. Einlurge. Ja. Ja, jetzt nehmen wir alles mit. Gut aufs Haus. Munition. Okay, es war, glaube ich, also bitte lass es die Box gewesen sein, die da gerade zuging. Wenn hier jemand kommt, ja, wobei, es geht schon. Also erstmal hier Umgebung absuchen, ob hier irgendwie Movement ersichtlich ist. Wir müssen da jetzt ein bisschen taktisch vorgehen. Ich meine, wir sind ja keine Halodris, oder? Also ich zumindest. Ich zumindest nicht. Was mit euch ist, keine Ahnung. Ich check gerade. Macht hier ein Bild von euch. Hallo. Nee, ich guck gerade auf die Map. Bin mir ganz schön schlau, dass ich das jetzt hier rausgefunden habe. Muss gucken, wo ist dieser. Ist dieser Fluss. Okay, also ich glaube, wir sind ganz hier unten, südlich. Ich glaube, wir sind hier total südlich. Wir müssen auf unserer Seite gen Osten laufen, also jetzt hier so in die 180 Grad entgegengesetzte Richtung. Yes, das scouten wir hier erstmal. Das wäre wirklich unser dümmster Moment, wenn wir hier jetzt von einem Scaff überrascht werden. Wir hier runter. Die legen uns hier so. No homo. Ich habe ganz arg no homo gesagt. Ganz laut. Also, dann ist es auch nicht homo. Okay. Wenn wir hier in dem drin liegen. Aber mir wird noch ein guter Tipp gegeben, letzte Folge. Herzlichen Dank, Matthias. Matthias war es, glaube ich, oder? Wenn mir mal wieder einen hervorragenden Tipp gegeben hat, dass ich hier die Waffe holstern soll. Das legen wir jetzt hier hin. In ihn rein. Okay, dann wird die discarded. Vertraue im Zweifel doch mehr der Seiger. Hat er uns mit der Shotgun. Er hat uns mit der Shotgun über den ganzen Fluss angeschossen. Der Wahnsinn. Absolut. Das ist ein richtiger G. Das ist ja krass. Bisschen beeindruckt. Er hat ein Backpack. Er hat ein großes Backpack. Mess. Wie Mess. Das heißt Mess. Jetzt. Machen wir jetzt so. Ich weiß nicht, ob wir da die Shot die reinkriegen. Dass das Arden wird, zack. Seht, ich werde hier auch ein bisschen schneller. Jetzt. Pass auf. Und jetzt hier irgendwo die Shotgun liegen. Okay, hier ist die Shotgun. Dann eben nicht. Dann eben nicht. Pech. Geht auch ohne. Hier hat jemand schon einen erledigt. Den suchen wir natürlich selbstverständlich auch. Messer. Einfach Gönjamin. Gegönjamint. AK Custom. Nehmen wir mit. Das ist jetzt schon mega riskant. Hier, unload. Voll.
Mega nice. Okay. Okay. Wenn ich mich hier ein bisschen verschnupft anhöre, also Verschnupfgeräusche mache, dann liegt es daran, dass ich irgendwie neuerdings verschnupft bin, so seit der letzten Stunde. Okay, jetzt die Drohne. Mega nice. Das heißt, wir laufen in die Richtung. Absolutes Navigationsungeheuer. Also inzwischen habe ich sie navigationstechnisch schon echt raus. Also dafür mal Daumen hoch, bitte. Und wenn euch jetzt gerade langweilig ist, ihr sportlich begeistert seid und oder es werden wollt, dann klickt jetzt auf den Link, den ich euch einblende. soundcloud.com/trainingsgeflüster mit UE oder schaut einfach bei Spotify, podcast.de, iTunes oder Stitcher. Genau. Da könnt ihr mich finden, Trainingsgeflüster mit UE oder einfach auf den anderen Plattformen außer Soundcloud einfach mit Ü. Mein relativ neues Podcast, könnt ihr mir zuhören, völlig gratis, downloaden. Habt ihr mich überall dabei und müsst meine Visage nicht sehen. Das ist doch Win-Win, oder? ja. Und so viel dazu. Wem es gefällt, lässt einen Daumen da oder kommentiert auch gerne irgendwas. Oder abonniert oder macht beides oder keine Ahnung. Irgendwas fällt euch bestimmt ein. Hier war ich ja noch nie. Das ist ja cool. Ich kann mich daran erinnern, dass ich hier je rüber gelaufen bin. Aber das gefällt mir hier nicht so. Ist schon ein bisschen arg offen einsehbar. Es wird nicht so schnelle Bewegung machen, finde ich. Der eine oder andere von euch am Screen dreht bestimmt gerade schon wieder die Augen und denkt so, oh Gott, das war so auffällig. Ja, ja, habt ihr ja recht. Aber ich bin so ungeduldig. Ich möchte unbedingt diese Mosin saven. Die ist schon ein Schmuckstück. Die hatte ich noch nie. Vor allem mit Scope. Das ist der absolute Hammer. Ich hatte noch nie eine Waffe mit Scope. Also mit so einem richtigen Zoom-Scharfschützengewehr-Scope. Was ist das? Die Vergrößerung. Maximal dreifach, oder? Fast eher zweifach. Ist auch nicht so der Überknaller, aber was ich meine, den brutal weiten Distanzkill macht man damit, also ich zumindest wahrscheinlich nicht, aber ja. Tschüss, ja, aus der Richtung. Ziemlich weit weg oder schallgedämpft, ich kann es nicht deuten. Wir move jetzt ein bisschen schneller. Ich eigentlich keine Lust habe, hier so lange rumzuchillen. Okay, das ist so hier dieses Gammeldorf, oder? Da legen wir uns jetzt hier gerade mal hin und begutachte für euch gleich nochmal die Map. Also wir sind jetzt hier im Swamp. Wir halten uns hier an der Mauer und Ruined House Fence ist hier direkt am Rand. Oh no. Wir haben uns gesehen, da sind wir so am Arsch. Ich habe eigentlich Lust, das Feuer zu eröffnen. Eine Bewegung. Okay. Olli, versau es einmal nicht. Die kommt nicht zu mir, sonst bin ich voll am Arsch. Für mich enorm tödlich, müsst ihr wissen. Das wird sich teuer zu stehen kommen. Das ist unser Karma-Konto. Ist es nicht endgültig im Eimer, wie es der Matthias schon ausgedrückt hat? Können wir hier irgendwo? Können wir? Geh weg, Messer, komm. Auf. Natürlich nicht. Okay. Wäre auch zu schön gewesen. Du? Nein, auch nicht. Scheiße. Oh Gott. Wird so heiß, wir hauen ab. Gerade viel zu heiß hier.
Sorry, das ist mir gerade echt. Das ist mir gerade viel zu heiß in dem Gebiet. Die ganze Crew unterwegs, ja. Ich habe eigentlich auch. Um die geht noch. Uns wird unsere Gier eines Tages umbringen. Möglicherweise schon jetzt. Eigentlich voll bescheuert. Das ist eigentlich so ein übertriebenes Kleinvieh. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das ein Spieler-Scaff war oder ob es ein Scaff-Scaff war. Jedenfalls ist es jetzt ein toter Scaff, egal wer, von wem er manövriert wurde. Das war. Oh, das war richtig gut. Das war mega skrupellos. Das hat mir voll gut gefallen, gerade die Reaktion. Habt ihr das gesehen? Nicht lang gezögert. Bam, bam. Zwei Schuss. Er wird überall geschossen, Mann. Das ist doch echt absolut bekloppt. Ich muss ja ein bisschen pushen, Freunde. Ich habe ja echt so dermaßen die Hosen voll gerade. Also. Ich glaube, uns ist das Glück nicht so lange erholt. Das war jetzt auch, gebe ich zu, viel Lack dabei. Oh nee, das ist hier total offen. Das ist voll dumm, wenn ich hier langlaufe. Ist noch übel weit, glaube ich. Ich will jetzt hier auch nicht so direkt an der heilige Schande. Was geht denn hier ab? Jetzt hier auch nicht direkt an der Kante laufen, weil da bin ich dann ja richtig sichtbar. Ja, dann eigentlich gerade die Einladung, mir ins Gesicht zu schießen. Na, machen wir uns eigentlich nichts vor. Wenn uns hier einer jetzt hier frontal auf uns zukommt, dann können wir nur zu Gott beten, dass unsere Reaktionen besser sind und wir ihn direkt irgendwie so in den Hals oder in den Kopf treffen. Ich weiß nicht, wie durchschlagskräftig die Mosin ist. Ist auch eigentlich ehrlich gesagt nicht drauf ankommen lassen. Sagen, Headshot ist definitiv ein One-Shot. Aber der Rest. Keine Ahnung. Ich habe öfter gedacht, ich hätte ein geiles Kaliber in Händen und dann war es Pustekuchen. Komm. Komm her. Ich weiß nicht, ob wir hier noch richtig sind, aber ein bisschen innehalten, ein bisschen Speed rausnehmen, dass wir nicht so übertriebene Geräusche machen. Das ist echt Tension. Spannung hier. Überall könnten Feinde lauern. Wir werden hier auf alles schießen, was sich bewegt. Also wenn hier uns irgendwas entgegenkommt, wird es ausgemerzt. Aber direkt. Jedenfalls versucht es auszumerzen. Also vorbei ist die freundliche Zeit. X noch eins, hier muss doch irgendwo. Ich hab gerade Movement. Hier irgendwas. Ganz kurz huschen sehen. Ist der Ruined House Fans? Wir ziehen gleich mal die Seige. Wir laden durch. Den brauchen wir eigentlich nicht. Das ist der Ruined House Fans. Der ist zwar nicht arg ruined, aber. Noch ein bisschen. Oh yes. Oh yes. Hat funktioniert. Sehr schön. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier ein Spieler war, der gute Demon-Tankist. Aber ja. Einmal kräftig ausgeteilt hier. Und jetzt nehmen wir hier unsere Mosin, unsere wohlverdiente, nehmen wir hier natürlich entgegen. Es hat einwandfrei geklappt. Ich bin echt froh, dass es so glatt lief. Es war für mich eine tolle Runde. Also für euch, ihr Super-Experten draußen, wahrscheinlich nur so ein Entlock, das ist natürlich nur so ein müdes, ein müdes Grinsen, ein müdes Lächeln. So wahrscheinlich, geht so, ne. Aber für mich, ihr müsst sehen. Ich messe da ein wenig mit anderen Maßstäben, wie ihr es wahrscheinlich tut. Und für mich war das ein herausragender Erfolg. So blöd es klingt. Also wirklich. War für mich wirklich eine sehr, sehr gute Runde. Eine meiner besten wahrscheinlich. Vor allem den Typ, den ich
im Feld hier direkt umgenietet habe. Das fand ich schon. Ach toll, das war eine Sternstunde. Eine meiner. Jetzt haben wir 51 Schuss hier für die Mosin noch gesaved. Mega gut. War so eine meiner Tarkov-Sternstunden bisher. Gab es nicht so viele. Wir haben sogar, glaube ich, mit voller Energie überlebt. Die ging ja wieder hoch. Richtig gut. Solide Leistung. Hier. Haben ein bisschen geheilt, dreimal Medizin benutzt, sind 1,8 Kilometer nur gelaufen, was? Haben ordentlich Munition eingesackt. Haben 22 Mods. Ach so. Und hier 149 Schaden zum Body gedealt. Wie auch immer. Drei Skeffs getötet. Also wir können ja nicht ablesen, ob das jetzt Spieler war oder nicht. Wie man das sich auskennt, fragt, war das ein Spieler oder nicht? Laufen die Skeff-Bots auch alleine dort in einfach wild in der Gegend rum? Das weiß ich nicht, ob die nur an Schützpunkten stehen oder wild rumlaufen. In die Kommentare und eine Grafik-Config oder so, wenn ihr irgendwelche Tipps habt, gerne auch rein. Ansonsten soundcloud.com/trainingsgeflüster mit UE, mein relativ neues Podcast für alle Trainingsbegeisterten, Leute, die Motivation brauchen, die ein bisschen Hilfe im Kampf gegen den inneren Schweinehund brauchen. Sind herzlich eingeladen, gratis zuzuhören. Und ja, bis dahin, macht's gut. Wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag oder wann auch immer ihr das Video anschaut. Und ja, herzlichen Dank fürs Zuschauen und ciao, ciao.